Jo, neues Video auf meinem Kanal. Moin Moin, ich bin's, der Affe. Und ich begrüße euch. Ich habe mir gedacht, ich frage einfach mal in der Stadt rum. Und zwar entweder oder. Und mal schauen, was die Leute so antworten. Und wie sie antworten, wie sie reagieren. Reaktionen sind immer das Wichtigste. Und wenn ihr Fragen haben solltet, dann schreibt sie rein. Was ihr auch bei entweder oder mal fragen könntet. Und in dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Und let's go! Tage lang dieselbe Unterhose tragen oder 96 Mal hintereinander dieselben Socken? 96 Mal dieselben Socken. Ja, hast du doch sowieso. Ich würde die Socken nehmen. Das ist schwierig. Ja, ich werfe Socken auf jeden Fall. Lieber ein Leben lang Single oder ein Spiel bei Braunschweig gucken? Ein Spiel bei Braunschweig. Ja, ich bleib Single. Lieber einmal im Leben Sex nur noch haben oder mit einer Braunschweigerin schlafen? Einmal im Leben Sex. Nie wieder mehr dann? Naja, klar. Einmal im Leben Sex. Da dürfen wir nicht rein. 1 Million Euro bekommen oder einmal flitzen nackt? Lieber 96 oder Sex mit 90? 96. Nee, 96, was ist mit dir? 96 Liter Bier oder Sex mit 90? Sex mit 90. 96 Liter Bier. Heimspiel oder einmal auf die Ehe verzichten? Heimspiel. Ich darf Steffi aber nicht sehen jetzt. Ja. Heimspiel. Lieber 96 Tage auf 96 verzichten oder 96.996 Euro. Da würde ich 96 Tage verzichten, glaube ich. Das Geld? Hey, du musst entweder, ja. Entweder du kriegst Geld oder du kannst keine Notfall mitnehmen. Ja, ich würde das Geld nehmen. Ja, okay. Nenn mir 3 Dinge von links nach rechts, was 96 besonders macht. Die Hymne? Die Pyrotechnik? Und der Weg zum Stadion? Die Fans, die Stadt, das Bier. Ihr habt alles gesagt, was ich sagen kann. Die Frauen. So. Und das Bier. Reicht, die Männer. 3 Frauen. Okay. In einer Braunschweiger WG oder einer 96 WG, wo 96 aber nie geguckt wird? 96 WG. Kannst du in Kneipe gehen, da gucken. Okay. Wollt ihr noch irgendwie Instagram oder irgendwas soziales Netzwerk? Ich hab's nicht. Nee. Wir grüßen den glorreichen Tuss Höfer. Ja, und ich brauche noch einen Schiri. Warte, ich kenne die Fresse jetzt mal. Ich brauche noch einen Schiri, 15 Uhr in Wollenrode. Haben wir ja. Doch keinen Schiri morgen? Nein. Das ist doch scheiße. Ja. Trainer. Ja, ich bin schon dabei zu klären, Alter. Ja. Super, danke.